Marc-Uwe Kling, das ist mein nächster Gast. Wenn alle Stricken reißen, kann man sich nicht mal aufhängen. Er ist wirklich auch ein Senkrechtstarter. Er ist viel unterwegs, er begeistert die Leute, wo er hinkommt mit seiner Wahnsinnsmischung. Er ist musikalisch, er ist politisch und er ist jung. Marc-Uwe Kling. Ich hab den gezahlt hier. Ein Zehner. Für eine Dreiviertelstunde. Mutig. Hätte ich nicht gezahlt. Aber obwohl, ich war im Kino und das hat 8 € gekostet. Und weil der Film aber 86 Minuten lang war, musste ich noch 2 € Überlängezuschlag bezahlen. Dann waren wir bei 10 €. Und ich weiß, was ihr denkt, habe ich auch gedacht. 20 Mark. 40 Ostmark. 400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man konnte locker für 1 Ostmark ins Kino gehen. Das heißt, ihr konntet 400 Mal davon ins Kino gehen. Wenn ihr heute 400 Mal ins Kino gehen wollt, müsst ihr 4.000 € für bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt. 8.000 Mark. 16.000 Ostmark. 160.000 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Kommt nur 160.000 Mal von ins Kino gehen. Wenn ihr heute 160.000 Mal ins Kino gehen wollt, da müsst ihr 1,6 Millionen Euro für bezahlen. Ich weiß, was ihr denkt. 3,2 Millionen Mark. 6,4 Millionen Ostmark. 64 Millionen Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Ihr merkt schon, wenn man so weitermacht, da hätte man die DDR von entschulden können. Von einmal ins Kino gehen. So teuer ist das alles geworden. Ich war auch beim Hautarzt. Wird nicht eklig, keine Angst, war nur wegen Leberflecken. Und beim Hautarzt muss man auch Eintritt bezahlen, das kostet auch 10 €. Aber die Überlänge ist schon im Preis inbegriffen. Also 2 Stunden Wartezimmer, völlig umsonst. Also ich hin, will Eintritt bezahlen, er sagt, nee, brauchst du nicht. Ja, zahlt die Kasse nicht, musst du alles selber bezahlen. Witzig, ja. Und dann habe ich halt alles bezahlt. Dann hat er gesagt, okay, 3 Stück müssen wir rausschneiden. Und ich, ja, was soll der Geiz, ich schneide auch 4 raus. Er dann so, ja, aber jetzt musst du Praxisgebühr bezahlen. Und das war Ende des Quartals, Anfang des nächsten Quartals durfte ich dann zum Fädenziehen kommen. Und dann musste ich für die Fortsetzung nochmal 10 € Eintritt bezahlen. Und dann waren wir bei 55 €, sagt nichts, 110 Mark, ja. Da habe ich auch gedacht, boah, ist das teuer. Ich dachte, hoffentlich hat es sich auch gelohnt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich mir damit quasi selber Krebs gewünscht habe. Und das war der Moment, in dem ich mich entschlossen habe, mein Lied über die SPD zu schreiben. Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde dissten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mache ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain dann ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das ist der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Karl Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen und er hängt als Poster heute bei Oskar Lafontaine. Und auch in Schleswig-Holstein versteht man noch gut den Sinn. Dort flüstert Heide Simonis beim Tango vor sich hin. Wie eine
mich verraten? Sozialdemokraten, wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Das ist jetzt Heide Simonis und der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Dann baute Schröder Schiffbruch und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Ja, das ist so eine Strafe. Die kommt regional ganz unterschiedlich an. So wird mein Chor immer größer und wie auf der Titanic bleibt die Band an Deck und es dauert auch nicht mehr lang, dann singt bei uns sogar Kurt Beck. Wer hat uns verraten? Das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sangen Kurnaz in Guantanamo und manch Bombenopfer im Kosovo, das waren die Sozialdemokraten. Die haben uns verraten, der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot, übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Sag nix, lass mich raten, Sozialdemokraten. Und das ganze schöne Geld, wer hat's an die Reichen verbraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht Sozialdemokraten? Und meine ganzen persönlichen Daten, wer hat die ans BKA verraten? Und wer hat keinen einzigen fähigen Kanzlerkandidaten? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke? Wer hat das bestellt? Wer hat uns verraten? Für Jobcenter, für Bürokraten. Wer hat uns verraten? Für Statistiken, für Wachstumsraten. Wer hat uns verraten? An die Weltbank und die Illuminaten. Wer hat uns verkauft? Vielen Dank. Dankeschön. Großartig. Marc-Uwe Kling, meine Damen und Herren.